Ja, was hat nämlich ein Vibrator im Wochenbett zu suchen? Tipps und Tricks im Wochenbett. Hallöchen, ich bin Anna und ich habe heute für euch ein paar Tipps und Tricks zum Thema Wochenbett. Wir befinden uns im Moment ungefähr in der fünften Woche des Wochenbetts und sind ungefähr aus dem Gröbsten raus. In der Schwangerschaft haben wir uns eher auf die Geburt vorbereitet, weniger auf das Wochenbett, und deswegen haben wir ein paar Tipps und Tricks für euch zusammengefasst, die für uns auf jeden Fall unerlässlich sind. Und ja, lasst uns direkt mal anfangen. Erstens, unverzichtbar ist auf jeden Fall warmes Wasser. Und es geht um das Thema Pinkeln. Pinkeln nach der Geburt ist einfach nur katastrophal. Also gerade wenn man Geburtsverletzungen hat, ist halt das sehr unangenehm, es brennt und es tut weh. Und da hilft halt einfach nur warmes Wasser. Sei es, wenn man es mit einer Gießkanne drüber kippt, sei es, wenn man eine Po-Dusche benutzt oder wie ich halt auch manchmal die Duschbrause, weil das irgendwie funktioniert hat vor unserer Dusche. Es hilft einfach nur wahnsinnig. Und ich hatte zum Beispiel nur einen ganz, ganz kleinen Riss, der nicht genäht werden muss, und es tat trotzdem weh. Und warmes Wasser hat dann ganz, ganz schnell geholfen. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und das ist auf jeden Fall zum Thema Milcheinschuss. Der Milcheinschuss ist einfach nur wow. Du kriegst solche Oschis an Brüsten. Also wenn du stillst, das setzt nach der Geburt, und wenn du das erste Mal den Kleinen oder dein Baby angedockt hast, die Milch ein, und dann hast du das Gefühl, die Dinger platzen. Die sind sowas von stramm, die sind warm, die spannen, die tun auch teilweise weh. Deswegen ist es gucken, nicht anfassen. Passt da schon gut? Macht auf jeden Fall Fotos damit als kleiner Tipp, weil so werden die Brüste wahrscheinlich nie wieder aussehen. Es sei denn, man lässt sich künstlich da irgendwie so ein bisschen nachhelfen. Und diese Brüste, da habe ich mich auf jeden Fall, habe ich mich wirklich gefühlt wie Stifler's Mom. Deswegen erstmal willkommen im Milfclub. So, dem Thema des Milcheinschusses hatte mein Hebamme ein paar Tipps. Und der erste wäre auf jeden Fall, streicht immer die Brust aus. Geht dann mit der Hand einfach dran, wenn die Milch so ein bisschen läuft. Aber lasst dann die Milch, die da rausläuft, nicht einfach in ein Tuch laufen, sondern schnappt euch einen Pinneken und setzt ihn einfach unten an und sammelt diese Milch. Das hat einfach den Grund, weil ihr die Muttermilch dann einfach ganz portionsweise einfrieren könnt und diese dann im Gefrierfach immer zur Verfügung habt. Zum Beispiel für Badezusätze. Badezusätze aus Muttermilch sind nämlich super für kleine Babyhaut, und es ist halt, ja, nachhaltiger geht es glaube ich nicht, und schonen dafür die kleine Haut auch nicht, weil man braucht diesen ganzen anderen Mist, den man meistens gesagt bekommt, dass die Creme braucht ihr das und das und jenes haben. Ja, weniger ist meistens mehr, gerade bei Babys. Kommen wir auch noch zu einem Tipp wegen Milcheinschuss oder bei strammen Brüsten, den meine Hebamme gesagt hat. Und da dachte ich erstmal so, okay, meinst du jetzt gerade ernst oder verarscht ihr mich? Und ja, was hat nämlich ein Vibrator im Wochenbett zu suchen? Habe ich mich dann auch gefragt. Und dachte erst, es wäre ein Witz, aber wirklich, es ist ein super Tipp, wie er sich bewährt hat. Wenn nämlich die Milch einschießt oder allgemein, wenn man stramme Brüste hat, ist es einfach nur Gold wert, wenn man einen Vibrator zur Hand hat. Den kann man nämlich dann einfach super auf die Brüste legen, die halt nicht so angespannt sind. Und durch die Vibration ist das halt wie eine kleine Massage, und das tut sehr gut. Und drittens betrifft das Thema des Stillens. Ich renne meistens oben ohne rum. Also es hatte mir halt in der ersten Zeit mega geholfen gegen Brustwarzen, weil ich dann einfach viel oben ohne war. An die Brust kam super viel Luft. Und klar, wenn ein bisschen Muttermilch dann ausgelaufen ist, habe ich es einfach eintrocknen lassen, was einfach eine super Pflege ist. Hört sich erstmal weird an, aber es war einfach nur Gold wert, und ich hatte gar keine Probleme mit wunden Brustwarzen oder sonstigen Stillproblemen. Und vielleicht hilft das ja den einen oder anderen auch von euch. Wenn man halt natürlich in der ersten Zeit viel oben ohne ist, ist das auch nochmal super fürs Bonding, und viel Körperkontakt ist in der ersten Zeit dann auch nochmal wirklich schön. Stimmt. Nicht zu vergessen ist auch, wenn ihr stillt, ihr seid meistens in irgendwelchen Positionen, wo man dann auf einmal nicht wirklich essen und trinken kann. Und wenn man stillt, hat man auch öfters so einen Stillbrand, nennt sich das. Das ist wie hier beim, wenn du verkatert bist, war so richtig Durst.
Und wenn du dann irgendwie so da hängst und versuchst, aus so einer Flasche zu trinken, aus einer normalen, geht das meistens in die Hose. Deswegen würde ich euch empfehlen, besorgt euch eine Flasche mit so einem Schnabel, nennt man das, mit so einer Saugflasche. Auf jeden Fall besorgt euch eine Flasche mit, nennt man das, mit einem Hals, woraus ihr gut trinken könnt. Das ist 1a beschrieben, glaube ich, weil ich das Wort gerade echt nicht finde. Vierter Punkt ist auf jeden Fall das Thema Essen. Essen nach der Geburt war bei mir erstmal ein bisschen weird, weil ich irgendwie, es fühlte sich mein Bauch irgendwie alles ein bisschen komisch an, weil ich meine, der Bauch war mal hier und jetzt ist er wieder hier unten, also der Magen war mal hier und jetzt ist er wieder da unten. Das war am Anfang so ein bisschen merkwürdig, weswegen ich nicht so Hunger hatte auf Feste oder Nahrung, die halt wirklich schwer im Magen liegt, weswegen ich dann eher Suppen bevorzugt habe. Deswegen, das Vorkochen ist wirklich super wichtig. Du kannst einfach aus dem Gefrierfach was rausholen und warst direkt auch fertig. Oder wenn Besuch kommt, fragt ihn einfach, ob er was zu essen mitbringt oder ob er in der Küche was für euch kochen möchte. Weil wenn schon alle so neugierig aufs Baby sind, dann können sie auch euch was Gutes tun und nicht nur den kleinen Geschenke mitbringen. Ist nämlich eine super Entlastung, wenn ihr euch nicht um Essen kümmern müsst und dann eher der Rest der Familie sich drum kümmert und ihr viel mehr Zeit habt zum Kuscheln und zum Kennenlernen. Natürlich ist auch eine Option, das bestellen, wenn ihr zum Beispiel bei Lieferando oder irgendwas bestellt. Bei uns auf dem Dorf gab es das leider nicht, weswegen wir halt super froh waren, dass uns die Familie halt oft umsorgt hat. Kommen wir auch schon zum fünften und zum letzten Punkt. Und das ist definitiv der Fall, wenn die Babys nicht einschlafen wollen. In der Anfangszeit ist es ja noch ein bisschen turbulent. Man lernt sich gerade erst kennen. Man weiß auch die Gestiken von den Kleinen noch nicht so genau zu deuten, weswegen man dann auch manchmal nicht sofort reagieren kann und die Kleinen ein bisschen außer Rand und Band sind. Es kann natürlich sein, dass die Babys am Anfang auch einfach ein bisschen unruhiger sind und deswegen schwieriger den Schlaf finden. Und uns hatte da auf jeden Fall der Gymnastikball super geholfen, weil der Kleine mochte es immer, viel getragen zu werden, rumgeschaukelt zu werden. Und das hat ihn immer super beruhigt, wenn man ihm da noch was bei vorsingt. Aber irgendwann, nach einer halben Stunde, du kannst einfach nicht mehr rumlaufen und rumschaukeln. Deswegen bei uns der Gymnastikball einfach nur super ist. Also dann sitzt du, wabbelst da ein bisschen, ist ein bisschen mehr Entlastung, klar, geht ab einer gewissen Zeit dann auch auf dem Rücken, aber es hilft auf jeden Fall und die Bewegung hilft den Kleinen auch. Wenn er sich mal gar nicht beruhigen lässt, ist bei uns auf jeden Fall die Geheimwaffe der Föhn. Der Kleine liebt es, wenn man ihn anföhnt oder wenn er das Geräusch hört und ja, es gibt auch sogar Apps dafür, für Föhn, für Dunsthausen und sonstige. Unser Kleiner ab und zu nimmt das an, aber oft mag er dann doch den Föhn dann lieber. Also dann lässt er sich nicht irgendwie beirren. Und ja, wir wären auf jeden Fall mal gespannt, welche Dinge euch im Wochenbett geholfen haben oder welche Dinge euch hätten nicht fehlen dürfen. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei euch auf jeden Fall unverzichtbar war im Wochenbett. Wir sind auch jetzt schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren ein paar Dinge dabei, die vielleicht euch in Zukunft noch hilfreich sein werden. Sind wir auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Lasst uns doch gerne auch ein Like da oder ein Abo und ja, wir sehen uns.